Yo, yo, was geht und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich dachte mir, heute lasse ich mich mal schminken. Also es ist ja irgendwie so ein Trend auf YouTube, dass man sich von seiner Freundin schminken lässt und... Was machst du schon wieder? Ciao, Bibi. Mein Lieblings-YouTuberin. Ciao. Habe ich dir nicht gesagt, dass sie dich verblödet? Ciao. Alter, endlich. Hat sie ein neues Bilou? Ja. Okay, ja, mach das mal aus. Du hast dich bereit erklärt, mich zu schminken. Stimmt das? Lustig. Ja. Kannst du dich gut schminken? Schau mich an. Schminkst du dich selbst oft? Ja. Ja? Was hast du jetzt gerade zur Zeit so drauf? Den Pinsel habe ich genommen. Rollein 38. Nein. Ich bin mit dem Pinsel einmal für die Schminke gegangen. Aber meine Schnauze ist schön. Ja gut, also so hübsch wie der Schau, was aus, ich auch kann so hübsch wie der immer aussieht. Schau mal. Okay, das kann nur die von Bibi gelernt. Leute, wir sind übrigens immer noch damit beschäftigt, also ich bin immer noch beschäftigt. Luca, als er vorhin da war, hat auch noch mitgegessen. Luca war hier. Von dem riesen Snickers die Reste zu essen. Wenn ihr das Video sehen wollt, schaut in der Beschreibung. Jetzt isst man nicht so viel. Mhm. Okay. Du bist ja schon ein bisschen dick. Also, womit fängt man an? Okay, matt. Als erstes habe ich mir gedacht, wir nehmen das All Matt. Weil es ist extra für dich. Weil ich matt bin, ne? Genau. Mhm. Man dreht es auf. Man dreht es nicht auf. Ich dachte, ich habe halt hochwertigere Produkte, da kann man es aufdrehen. Aber so nimmt man halt nur den Deckel ab und dann sprüht man es quasi auf den Schwamm. Auf dem Beautyblender. Okay, und jetzt, wie machst du? Scheiße! Ich bin dreckig! Das passiert dir normalerweise. Du bist ein Schnauze! Was machst du jetzt damit? Verteilst du das? Das ist ein All Matte. Oh, ich habe mich schon wieder dreckig gemacht! Ich bin gespannt, wie ich am Ende aussehe. Also, es ist ja... Oh Gott. Es ist ja mehr oder weniger, wird mehr und mehr üblich, dass auch Männer sich mit Schminke ausleben. Und du machst jetzt zum allerersten Mal so einen richtigen Look bei mir. Das sieht echt schön aus. Also war ja klar. Nehm noch ein bisschen. Ich mache jetzt hier oben einen Punkt. Das machen Schminktanten auch so auf die Nase und unten. Schminktanten? So redest du von Bibi? Sag nie was gegen Bibi. Wir nehmen hier noch ein bisschen auf die Wange, hier unten das Kinn machen wir ein bisschen schöner. Oh, und hier. Warum lachst du so? Ist mein Kinn so hässlich? Ja. Hallo? Schön. Die Lippen glänzen. So, okay, jetzt haben wir quasi das. Die fahren der. Slimy oder meins? Meins. Als nächstes haben wir Manhattan Wake Up Concealer. Warum guckst du so blöd? So. Also, hör auf, sag sowas, Mann! Das drehen wir jetzt auch auf. Du musst mal lernen, deine Haare zu bändigen, Mann. Halt's Maul, Mann. Du sagst es immer. Das ist jetzt ein 361-4220. Es ist schön wird. Mach mal deine Augen zu. Hier noch ein bisschen und hier und da. Jetzt nehmen wir den Pinsel Fräulein 38. Ja. Warum lacht ihr? Okay. Luzi, komm her. Ja, ich komm schon wieder. Ich muss mich nur kurz auslaufen. Null Sinn, dieses Video. Also wirklich null Sinn. Egal, mach weiter. Darf ich auch Wünsche äußern? Nein, film das mal. Alles hier. Smiles. Das ist Nude Illusion. Smells like shit. Und jetzt packe ich dir den unter die Augen. Das ist aufs Auge, Mann! Sieht aus wie ein Schneemann. Ich habe Angst, meine Augen zu öffnen, Alter. Nein, das ist nichts. Warte, ich mach das gleich weg. Moment, so, hier unter die Augen. Auf die Stirn noch ein bisschen. Junge, das ist so ungesund, glaube ich, was wir hier machen können. Genug genommen? Ja. Das Krasse ist, hier ist nirgendwo ein Spiegel, wo ich mich drin sehen könnte. Als nächstes haben wir Perfect Eyes. Was spielen die Augen ja in der richtige Leder? Come on, give me other eye. Yeah, that's pretty schön. Matt, während ich es hier mache, beantworte mir eine Frage. Aha. Wie viele Finger zeige ich? Zwei? Nein, der ist dumm. Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht gut wird hier. Ist das Teil des Make-ups, dass mein... Ja, also du musst halt bedenken. Mein Arm und mein ganzes Hemd sind dreckig, Mann. Man muss das komplette Make-up abstimmen auf die Klamotten. Und da hast du jetzt ein Boxfellerhemd. Da habe ich abgedacht, wenn dann vielleicht ein bisschen... Okay, wir machen weiter. Damit kann man Zähne putzen machen. Auf.
Ist das sicher nicht für Augenbrauen oder so zum Bürsten? Das ist für die Augenbrauen. Ich bin überall voll mit diesem Zeug, was ich auch... Es ist gut. Was machen wir als nächstes, Luzi? Als nächstes mache ich Lidschatten. Das heißt, ich mache so ein bisschen heute so ein bisschen verspielteren Look, würde ich mal sagen. Mhm. Nehme dafür hier so ein bisschen was von dem Pinken auf den Pinsel. Mache die Augen zu. Genau, jetzt fange ich hier an, so ein bisschen das Ganze zu machen. Da sieht man... A little bit too much is not too much for me. Oh yeah, that's pretty good. Das macht so gut, mein Lieber. Ja, yeah, ja, yeah, oh, make it go on with that. Jetzt nehmen wir die zweite Farbe. Sieht echt nice aus. Ist das noch der Lidschatten, den du da gerade hast? Nein, das ist Puder. Okay. Warum ist meine Nase blau? Ist deine Nase blau? Was hast du damit gemacht? Hä? Mach aber weiter, ich will es hinter mich bringen. Jetzt, nee, Augen zu, hoch, genau. Perfekt. Oh, du machst das wie meine Tochter. Was? Wie unsere Tochter, meine ich. Willst du? Say goodbye. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mit dir aushalte. Dann so, als letztes für heute machen wir die Lippen. Dafür haben wir hier einen NYX. I really love this, you know? Alright. That's why I kissed it. Should I explain more? No. Show me your upper lip. Show me that. No, you make everything on your own. I need to do this. Yes, okay. Das war jetzt, meine Damen und Herren, der Soft Matte Lip Cream. Kann ich nur empfehlen. Das letzte, was ich hier vorbereitet habe, ist Alex Olivier. Es ist ein Künstler, ein Freund von... Hey, hör auf zu lachen hinter der Kamera. Das ist ein guter Freund von mir. Der ist gestorben im Zweiten Weltkrieg. Tut mir leid, mein Beileid. Der hat alle Soldaten geschminkt. Also, hat er auch Donald Trump schon mal geschminkt? Oh nein, hör doch auf mit dem. Alex Olivier. Oh Gott, oh nein. Da ist so ein bisschen Metallteil und ich sehe gerade so ein Miniaturbild von mir. In der Reflexion, ich sehe einfach scheiße geil aus. Ja! Das hier ist, wie gesagt, Glitzer von Alex Olivier. Verwendet man Eyeliner so, wenn ich mal fragen darf? Ja. Okay. Not your eyes open. Highlighter ist das auch, oder? Alex Olivier, ich tue noch einmal den Stab in dein Loch. Und jetzt tue ich es unter deinen Augen. Oh, Alex! Olivier! Alex! Next we get, what we do get next, show me your overcolor. Oh, that's pretty cool. Mach ich jetzt die Obama-Transformation? Die Leute sollten jetzt auch mal ein Like da lassen für Alex Olivier, oder? Also, wenn ihr Alex Olivier nicht kennt, lasst ein Like da, dann lernt ihr den kennen. Und abonniert, weil hier gibt es öfters Video über Alex Olivier. Und als nächstes haben wir etwas für die Wimpern. Du kennst deine Produkte ziemlich gut, kann das sein? I know it. Oh my word, this looks amazing. This actually looks amazing. Yeah, you do it pretty good, Matt. Pretty good. Also, ich würde sagen, meine Damen und Herren, du zeigst das mir ist mein mal, Meisterwerk. Ich muss es noch erklären für die Leute ganz kurz, bevor du dich selber sehen darfst. Erklär mal, warum du was gemacht hast, so also, zum Outfit, zum Boxfällerhemd und so. Also, du hast dieses Boxfällerhemd an. Aus welchem Jahr? 1400. Okay. Soll ich es doch mal sagen? Sorry. 1400. Es ist auf jeden Fall das Make-up des Jahres. Und ja genau, ich halte die Augen noch zu. Erklär mal den Look, ist das so ein natürlicher Look oder ist das so was Gewagtes so zum Ausgehen? Du kannst schauen, ich stehe vor dir. Ist es was Gewagtes zum Ausgehen oder so? Der Look ist perfekt, unscheinheilig, man fällt nicht direkt auf, trotzdem natürliche Schönheit. Et voilà. Willst du mich verarschen, Alter? Wir haben hier den Alex Olivier natürlich vertreten, in den Augen, unter den Augen, auch über den Augen teils. Okay. Was ich hier noch genommen habe, ist, ich hab den Alex Olivier so ein bisschen unter den Augen vertreten gehabt. Ich habe darauf geachtet, dass der Lippenstift wirklich konstant nur auf den Lippen wirklich vertreten ist. Nur auf den Lippen, okay. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber sieht jetzt nicht so gut aus. Oh, was ist das für ein Schuss drauf? Ich sehe aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein
Stammesoberhaupt in irgendeinem afrikanischen Ureinwohnerstamm oder so. Ich versöhne mich erstmal wieder mit Duzi, weil ich meine, ist ja egal, ist ja nur Schminke. So. Duzi. Ich habe jetzt gerade nochmal genauer hingeschaut und ich finde, es sieht echt schön aus. Wirklich. Ja. Ja. Oh, you look so pretty. I love you. I love me too. You love my hair? I love my anus. Yeah, I also love your anus. Tschüss. Thanks for watching.